Franz Xaver Leonard, es freut mich, dass ich heute bei dir Gast sein darf im Hotel Kraft. Hotel Kraft ist Teil der Kraft-Gruppe. Kannst du vielleicht unseren Zuschauerinnen und Zuschauern kurz erklären, was alles zu der Kraft-Gruppe zählt? Schön, Claude, bist du da. Hast du den Weg genommen hier auf Basel und Vigas ins Kraft? Das Kraft ist so der erste Betrieb von uns. Wir haben das Hotel Kraft mit dem Restaurant Terrasse. Dann haben wir vis-à-vis Weinbad Konsum. Dann haben wir unser Schwesterhotel, das ist Nomad im Grossbasel. Und dann haben wir das Walterbräu, das ist dort, wo wir uns das eigene Bier brauen. Also eine Bierbrauerei plus ein Biergarten und Bar. Wir sind plus minus 100 Personen, haben im letzten Jahr müssen reduzieren, aber sind jetzt etwa 100 Mitarbeitende. Jetzt, gerade die Stadt hat es in dieser Corona-Krise massiv getroffen. Du hast es gerade angesprochen, auch Abbau von Arbeitsplätzen, das unter anderem verursacht. Wir sind jetzt hier in einem Hotel und wir sind praktisch die Einzigen. Das heisst, den Betrieb haben wir geschlossen. Kannst du vielleicht kurz schildern, was ist in den letzten 10 Monaten passiert? Wie hast du das erlebt? So, ich habe erlebt, es sind 11 Monate, es war der 28. Februar, gewesen. Wir sind auf dem Weg in die Ferien ins Waldhaus nach Flims, Autobahn, Thusis, und dann kam die Nachricht, Basel-Faser wird abgesagt. Und meine Frau Katrin hat dann gerade die Ausfahrt verpasst und wir sind gerade aus zum San Bernardino gefahren. Und dass Basel-Faser abgesagt worden ist, war für uns so der Anfang von einer neuen Situation. Das war noch nie da gewesen, oder schon ganz lange nicht mehr. Und jetzt seit 11 Monaten haben wir eigentlich jetzt die Corona-Situation. Wir haben massiv an Umsatz verloren, nicht nur durch Corona, sondern leider auch noch mit Absagen von Baselworld. Das hat sich abzeichnet, wo uns weggebrochen ist. Auch andere Messen, die nicht mehr stattfinden. Das ist eine Kumulation von Negativgeschehnissen hier in Basel. Kannst du das vielleicht für deine Gruppe einfach ein bisschen greifbarer machen, was heisst Umsatzverlust jetzt für dich, für deine Betriebsgruppe, einfach so ein bisschen ein Gradmesser? Also wir haben eine budgetiert mit einer Gesamtgruppe von fast 16 Millionen und die haben jetzt gerade schon das Jahr geschaut, wir machen knapp 7 Millionen, also weniger als die Hälfte. Bei den Hotels ist es massiv und dort ist es noch ein Drittel, wo wir machen. Gastronomie haben wir nicht so viel verloren, also die Hälfte Umsatz und aus dem Gewinn ist ein enormer Verlust geworden. Mhm. Jetzt hast du noch angesprochen, eigentlich so wie der Punkt, wo das für dich, für euch angefangen hat, Basler Fasnacht. Jetzt sind wir bald ein Jahr, wo sich das wieder jährt. Oder? Und du hast das auch so beschrieben, Basler Fasnacht, das ist etwas Emotionales für ganz Basel mit Ausstrahlungskraft. Was hat das bei der Basler Hotellerie, was hat das so Emotionen ausgelöst? Wie ist das emotional jetzt durch das Jahr durchgegangen? Ich meine, ganz schnell haben wir uns ja dann noch einmal physisch getroffen. Im März, wo wir das noch haben dürfen, haben wir uns zusammen da, haben uns austauscht und haben so eine Roundtable gemacht. Und wir haben dann relativ, wir haben einen 2-Wochen-Rhythmus gehabt am Anfang, einen 4-Wochen-Rhythmus, wo wir uns intensiv austauscht haben, uns probiert haben zu unterstützen. Hilfeleistungen machen, dann auch schon ganz schnell politische Arbeit machen mit Vorstößen, mit Wünschen. Und das hat ein unglaubliches Zusammenrücken von uns Hotels gegeben in dieser Krise. Und das ist eigentlich etwas vom Positivsten, was ich jetzt erlebt habe für uns Hotels in Basel. Und es hat alle getroffen und von dem her und alle unverschuldet. Und die Situation war neu, aber hat uns zusammengeschweißt. Wie gehst du selber mit dem um? Ja, wie ist das auszuhalten? Also manchmal besser, manchmal weniger gut. Es ist so, ich habe am Anfang im März mit meinem Team gesagt, ihr erlebt einen historischen Moment und ich hätte oft Unrecht haben, aber leider habe ich dort schon recht gehabt, es ist historisch.
Es ist für ein Unternehmen, also ich bin mit meinem eigenen Geld da, ich bin auch Teilhaber, wir sind das Vierte da. Es ist auch ein unglaublich finanzieller Druck, den man muss aushalten muss, aber man muss immer wieder Zuversicht an den Mitarbeitenden ausstrahlen. Und das ist ein grosser Spagat, wo ich manchmal hadere, manchmal geht es besser. In der letzten Zeit tut sich die Gefühlslage ein bisschen kürzer, also ich habe weniger Erholungsphase, weil es ist auch jetzt lang, es ist Winter, wenig Sonne, aber bald kommt der Frühling und dann tut wieder der Apfelbaum, den man hier in Rigas pflanzt am letzten März, blüht wieder, also ich freue mich sehr auf das. Du hast schon fast so eben die Hoffnung, die ich spüre, oder? Frühling, Blüten. Wenn du auch einen Tipp könntest geben oder etwas möchtest teilen auch mit Hotels, Kollegen, was hast du das Gefühl, was ist wichtig, gerade in den nächsten 2-3 Monaten, bis der Apfelbaum wieder von Blüten trägt. Was würdest du vielleicht gerne weitergeben, deinen Kolleginnen oder Kollegen, gerade für die Situation? Immer wieder Pause machen und in der Pause sich ernähren. Das heisst, essen oder mal sich die Sorgen lassen. Sich auch immer mit der Zukunft beschäftigen. Die Hoffnung nicht verlieren. Und wir sind gerade hier im historischen Hotel, das ist 150 Jahre alt, das hat schon manche Krise überlebt und sich überlegen, hey, okay, was haben unsere Kollegen früher gemacht? Und manchmal auch überlegen, was machen unsere Kinder? Für die ist das auch schwierig. Also dort die Hoffnung nicht verlieren, dranbleiben, auch streng sein, auch einfordern gegenüber der anderen Partei. Ist das Vermieter, ist das Politik? Manchmal auch mit Mitarbeitern. Es ist jetzt nicht Zeit, zum noch extra Wurst zu fahren, aber das ist eigentlich weniger ein Problem. Die machen alle super mit. Manchmal auch trotzdem noch grosszügig sein und probieren, im Moment auch noch zusammen sein und Sachen zusammen erleben. Man kann nicht sagen, feiern, oder im Moment gibt es nichts zu feiern, aber so auch mal ein Glas Wein trinken, ein gutes Bier. Und einfach, dass sich am Leben freuen, wir sind am Leben, also das ist schon sehr viel. Jetzt eine von den entscheidenden Elementen in den nächsten paar Wochen ist auch Härtefallregelung-Umsetzung in den Kantonen, dass wirklich auch das Geld, das oben ist, auch endlich dort ankommt, wo es sein sollte, bei den Betrieben. Kanton Basel war einer der ersten Kantone, wo man hätte Gesuch stellen konnte, ab dem 23. November. Hast du selber schon so ein Gesuch gestellt? Kannst du da irgendwie von Erfahrungswert eventuell berichten im Zusammenhang mit Härtefallgesuch? Ja, das ist ein freudiger Tag heute. Wir haben so ein Gesuch Anfang Januar gestellt und wir haben heute Bestätigung gekriegt, dass das Gesuch bewilligt worden ist und Bestätigung gekriegt, dass in den nächsten 10 Tagen das Geld überwiesen wird. Und das ist gut, weil das hilft für unsere Löhne und andere Verpflichtungen zu zahlen. Also da merke ich, wie sich der Einsatz, den man im letzten halben Jahr auf der Ebene von der Regierung, von der Politik gemacht hat, sich jetzt auch für mich selber auszahlt. Also sich zu engagieren im Verband, kantonal oder national, wie ihr das macht, das wirkt nachher auch auf uns einzelnen Mitglieder aus und von dem her ist das lohnt sich hier fair, aber dezidiert einsetzen für das, was wir eigentlich brauchen. Wir brauchen Solidarität, wir brauchen Unterstützung vom Kanton und jetzt auch vom Bund, weil wir sind doch sehr, sehr von dieser Covid-Krise betroffen. Damit, glaube ich, ist es eine gute Abrundung. Es braucht Solidarität und ich glaube, das ist auch ein Stück weit das Motto, wo Hotels in diesem Jahr innerhalb des Verbandes möchte prägen, better together, gemeinsam am gleichen Strick ziehen und einen Strick, der nach vorne geht, uns allen, unseren Betrieben, weitere Unterstützung und vor allem auch Kraft schöpft, um diese Krise zu meistern. Danke dir vielmals, Franz Xefer, für das Gespräch und ich freue mich auch für weitere Gespräche in einem intensiven Dialog seitens der Geschäftsstellen in den Regionen wie auch auf nationaler Ebene mit unseren Mitgliedern. Ich glaube, in der Krisenring geht es um eins, näher zusammenrücken, miteinander die Krise bewältigen. Merci vielmals.